Das ist ein sehr diskursorientiertes Verfahren. Wir sehen die Arbeiten heute dann zum vierten Mal und alle Arbeiten haben sich ganz deutlich entwickelt. Gleichzeitig kann ich auch sagen, dass alle Arbeiten so eine zündende Idee am Anfang mitgebracht haben und die prägt bis heute diese Ergebnisse. Ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf und bin fest überzeugt, dass wir da einige Meilensteine hinter uns gebracht haben, im positiven Sinne. Und es ist ja eine Königsdisziplin, die wir hier erreichen wollen. Das gemeinsame Ziel ist ein lebendiges, lebenswertes, neues Stadtquartier. Und das ist eine große Herausforderung und deswegen ist es elementar wichtig, dass wir maximal diskutieren, im Dialog ringen um die beste Lösung. Und ich glaube, das bildet sich auch in den Veranstaltungen wieder. Und deswegen bin ich sehr optimistisch. Heute ist die letzte Veranstaltungsrunde für dieses Format und ich glaube, da haben wir eine gute Wegstrecke schon zurückgelegt. Ja, unbedingt. Das ist natürlich eine ganz gewaltige Chance. Tempelhofer Damm hat es wirklich verdient, dass man dort eine neue Intensität bringt. Wir haben einen Verkehrswandel vor uns, der an der Stelle entscheidend mitgeprägt wird. Wir haben ein neues Verständnis von Wohnen in der Stadt. Da ist eine Chance, das exemplarisch und in einem großen Umfang zu zeigen, was eben mit dem Wohnen dann auch an Lebendigkeit und Interaktion stattfinden kann. Und das könnte im Idealfall ein Anziehungspunkt dann auch für die sein, die eigentlich gar nicht dort wohnen werden, sondern das als ihre Mitte in Tempelhof dann auch neu entdecken vielleicht zum Teil. Also viel mehr Chance geht nicht, glaube ich. Also erstmal ist es eine Besonderheit, die Juryveranstaltung ist öffentlich. Das ist ja bei einem klassischen Wettbewerbsverfahren sonst nicht der Fall. Da tagt die Jury hinter verschlossenen Türen. Heute ist alles öffentlich und direkt miterlebbar. Das macht es auch sozusagen zu einer Premiere für uns im Rahmen der Jurymitglieder. Und deswegen bin ich selbst gespannt, wie der Verlauf sein wird. Und ich hoffe, dass er wieder wie die anderen Veranstaltungen geprägt ist durch einen hohen Diskurs und dass Dinge eben benannt werden und nicht alles muss in einem Konsens enden. Also der Prozess geht weiter, ist aus meiner Sicht endet er erst, wenn gebaut ist und selbst dann geht es weiter. Also von dem her ist es ein Appell, immer weiter und immer diskutieren, das macht Stadt aus und damit erhöht man die Qualität von Stadtquartieren. Die Jury war sich einig, dass die Arbeit zwar nicht alles am besten gemacht hat, aber eindeutig das beste Gesamtpaket abliefert. Und ich möchte vielleicht was sagen, was mich an der Arbeit besonders interessiert, das ist das Thema der öffentlichen Räume und es gibt eigentlich in der Arbeit da eine schön differenzierte Antwort. Es ist einmal für Tempelhof wirklich ein Zentrum entstanden am Tempelhofer Damm mit einem zurückspringenden Platzgefüge, wo ein wichtiger neuer Kulturbaustein entstehen soll und die Rathauserweiterung und das ist eine schöne öffnende Geste, die dann auch in die Tiefe des Raums ins Grüne hineinführt. Dann gibt es im Inneren wirklich viel Grün. Und durch die kompakte Bauweise auch eine gewisse Entspanntheit. Und die Grünräume sind nicht nur in den Proportionen gut, sondern die Vorschläge des Teams lassen auch hoffen, dass sie in typischer Berliner Weise so einen lässigen Umgang mit diesen Freiräumen auch zulassen und da auch das Quartier in den Raum hineinleben lassen. Ja, das ist schon sehr viel wert, so eine Entspanntheit und gute Fügung. Und insofern, glaube ich, hat das Verfahren einfach ein gutes Ende gefunden und ein sehr gutes Ergebnis erzielt.